Ja, ihr werdet tatsächlich eine Treppe hochgeführt in den oberen Teil dieses Gebäudes. Und dort in so einem Seitenflügel ist so ein Korridor. Und da sind für jeden von euch Gästequartiere bereitgestellt. Und wenn ich Gästequartiere sage, dann meine ich so drei Zimmer. So ein Vorzimmer, ein Schlafzimmer und ein Zimmer, in dem man den Tag verbringen kann. Mit Mobiliar, alles relativ. Also es ist zwar schlicht eingerichtet, aber von extrem hoher Qualität. Alles ist verziert, mit Intarsien besetzt, teilweise mit Gold verziert und so weiter. Die das ihr Gepäck abgegeben haben, ich glaube, das war nur Rizu, dein Gepäck steht auch ordentlich oben in dem Zimmer. Mhm. Es stehen Schalen mit Früchten der Insel auf den Tischen. Kristallklares Wasser steht da daneben. Und ja. Gibt es für uns einen Grund in irgendeiner Art und Weise, bis auf den nicht genannten Grund für die Reise oder für das Einladen, vorsichtig zu sein? Also nach allem, was du weißt, du hast ja auch eine Zeit lang jetzt schon im Erdkönigreich gelebt, ja. Ist Meister Sao weithin gerühmt. Er ist einer der Erdweisen, also der obersten spirituellen Führer des Landes, wobei die im Erdkönigreich ein bisschen den Ruf haben, sagen wir mal, weltlicher zu sein als zum Beispiel die Feuerweisen. Ja. Aber der hat einen extrem guten Ruf. Der gilt als jemand, der eine besondere Beziehung zu den Geistern hat und Leute kommen zu ihm, um sich also fast schon so eine Art von Prophezeiungen und Weissagungen abzuholen. Mhm. Okay. Ich schaue mich trotzdem im Zimmer um nach taktischen Versteckmöglichkeiten und Fluchtwegen. Es ist kein Gefängnis. Es gibt Fenster, aus denen man springen kann. Mhm. Es gibt Schränke, in denen man sich verstecken kann. Also das ist alles kein Problem. Okay. Ich fühle mich zwar auch noch nicht so wohl, aber ich bin neugierig und abenteuerlustig und schaue mich in den Räumen, die uns bereitgestellt wurden, eingebig um. Mhm. Ja, wie gesagt, also die sind sehr geschmackvoll eingerichtet, gleichzeitig aber auch sehr teuer eingerichtet. Alles ist von erlesener Qualität. Es ist so diese Art von Schlichtheit, die man hat, wenn man entweder sehr arm oder sehr reich ist. Hm. Ach, ja, man kann sich leisten, nicht viel zu besitzen. Dafür ist das, was man hat, ist halt exzellent. Also alles ist ein Kunstwerk. Jeder Schrank, jede Truhe, alles ist ein Meisterwerk von einem absoluten Meister oder einer Meisterin der Kunst geschaffen. Fühlt sich dieser Ort denn spirituell an? Also auf dich wirkt er nicht sehr spirituell. Hm. Du bist anderes gewohnt aus den Lufttempeln. Da warst du schon in anderen Lufttempeln, im Westlichen auf jeden Fall, ist es definitiv anders. Ja, im Westlichen und im Östlichen. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Ne, war das, ja. Ja. Also ihr habt allein unten bei der Ankunft habt ihr sowas wie ein Dutzend Bedienstete gesehen und nur eine Person, die hier tatsächlich in dem Sinne lebt. Das wäre natürlich im Lufttempel. Nein. Ja, kommt es uns denn so vor, als wenn er reich dadurch wäre, dass er eben diese ganzen Weissagungen verkauft, quasi? Oder ist das erstmal irrelevant für uns? Also, du kannst das durchaus vermuten. Also, er ist sehr reich. Wo das genau herkommt, weißt du nicht. Ja. Aber er hat auf jeden Fall, das wisst ihr, dass vor allen Dingen Shi und Rizu, ihr habt im Erdkönigreich dessen Namen schon definitiv gehört. Ja, ja. Mhm. Das ist so einer der bekannteren und also auch beliebteren Erdweisen. Okay. Darf ich den anderen denn mein Wissen teilen? Also ihnen quasi davon erzählen? Du darfst tun, was du willst. Momentan bist du allein in deinen Gemächern. So. Jeder hat eine eigene Zimmerflucht. Ich kann auch mit mir selber reden, das ist kein Problem. Ich wäre wahrscheinlich bei Shia oder Tikani mit reingelaufen, weil es mir absurd erscheint, dass eine Person drei Zimmer bekommt. Wer geht denn zuerst in sein Zimmer? Weil da laufe ich mit rein. Ich habe mich schon umgeschaut in meinen Zimmern. Ja, dann laufe ich mit Ski ins Zimmer.
Okay. Hätte ich bei mir auch nicht reingelassen. Ist okay, da komm rein. Also, Zaya läuft der Ski her, Ski geht rein, dreht sich um, knallt die Tür vor ihrer Nase zu. Ich bin maximal irritiert. Das kenne ich so nicht. Ja, dann gehe ich zu meinem Zimmer und setze mich aufs Bett und meditiere. Würde ich mal schätzen. Mhm. Ja, das mache ich. Aber ich bin verwirrt von diesem ganzen Raum. Ja, also der Raum ist riesig. Ja. Da könnten, also die ganze, diese drei Räume zusammen, da könnte wahrscheinlich der halbe Lufttempel irgendwie drin frühstücken, wenn das nötig wäre. Ne? Der ist einfach lächerlich groß. Das Schlafzimmer ist, da würden 5 Zellen reinpassen, wo normale Leute drin leben. Ja. Und du hast das starke Gefühl, das sind halt Gästezimmer, die sind normalerweise nicht benutzt. Absurd. Wäre es anmaßend, wenn ich das Zimmer, ist es ja wahrscheinlich einfach noch Tag, verlasse und noch ein bisschen durch die Gegend laufe? Nein, du bist ja einfach nur Gast. Also. Okay, ja, dann würde ich mein Zimmer also einfach mal verlassen. Und schnüffeln wäre jetzt, ne, so im Sinne von andere Zimmer reingucken, ja, also das wäre natürlich nichts, aber einfach irgendwie in den Garten gehen oder durch die Hallen wandern, alles öffentlich zugängliche ist vollkommen okay. Dann würde ich einfach mal ganz vorsichtig und einfach nur sehenden Auges durch die Hallen laufen. Mhm. Es ist ein großer Komplex, zweigeschossiges Haus. Es hat einen Mittelteil und dann also einen zentralen Teil und zwei Flügel, kleinere. Es gibt einen wunderschönen Garten, der wirklich außergewöhnlich gepflegt ist, mit sehr schönen Linien und einer sehr geschmackvollen Zusammenstellung von Pflanzen. Und es thront halt so ein bisschen über diesem Dorf und man hat diesen ganz, ganz großartigen Blick, diesen leichten Hügel hinab auf die blaue See, die in dieser Bucht funkelt in der Sonne. Die Insel ist sehr friedlich, hier ist absolut keine Gefahr, hier wird nichts passieren. Okay, dann stelle ich mich in den Garten und mache ein paar Übungen einfach. Mhm, okay. Ohne Feuer zu benutzen, nur die. Dieser wunderschöne, ordentliche. Nun, war das mal war schön. Mal ein Garten, ja. Okay. Also, wir haben zwei Leute, die praktisch meditieren. Die eine im Lotus sitzt und der andere mit irgendwelchen Schwertübungen. Was machen die anderen beiden? Ich stupse herablassend so gegen so eine vergoldete Vase und mache ein Laut und gucke mich weiter in meinem Zimmer um und versuche irgendwie irgendwas zu erspüren, was ich mit meiner erdbändiger Fähigkeit nutzen könnte. Also, ich fühle mich so machtlos zu fühlen. Ich fühle mich sehr machtlos unter den Boden. Ja, und tatsächlich, das ist ein bisschen unangenehm, weil du bist halt im zweiten Stock und die Erde ist nochmal ein Stockwerk unter dir. Das bist du auch nicht gewohnt. Also mehrstöckige Gebäude sind auch nicht deine Welt. Und es fühlt sich dadurch nochmal unangenehmer an, weil du der Erde noch ferner bist, als du es eh schon bist in dem Augenblick. Ne? Also dieses Gefühl ist durchaus da. Und das ist auch nicht einfach zu ertragen für dich. Ja, da gibt es ja ein Bett, gell? Mhm. Dann lege ich mich einfach aufs Bett und versuche irgendwie ein bisschen mich runterzufahren. Alles klar, ja. Ich habe mich in meinem Zimmer umgeschaut, mir ist nichts Besonderes aufgefallen. Ich habe meinen Speer immer noch in der Hand dabei. Ich gehe raus und schaue mich in dem Gebäude auch eher um. Ich gehe eine Treppe hoch oder runter, aber statt runter wahrscheinlich laufen, springe ich aufs Geländer und laufe das Geländer runter. Denn das ist alles ganz neu und abenteuerlich. Und ich kann mich nicht so ganz auf alles einlassen und versuche, mich wirklich ins kleinste Detail überall umzuschauen. Mhm. Fun Fact, Treppen werden bei den Wasserstämmen erst im nächsten Jahr erfunden. Deswegen laufe ich keine Treppe. Ja, also du kannst jetzt alle angucken, diese generelle Beschreibung zieht sich durch dieses ganze Kloster. Es ist alles, auf den ersten Blick hat es so etwas, ne, so Spirituelles und Zurückgezogenes und Schlichtes, aber wenn man näher hinsieht, stellt man fest, dass es auch eine sehr reiche und materielle Komponente hat.
Du siehst im Garten Rizu, der mit seinem Schwert einige rituelle Katas, also so Bewegungen, verlangsamte Schwertkampfbewegungen und Meditationsübungen macht. Ich sehe das und sehe, dass er ein Schwert, eine Waffe dabei hat, sehe, dass er damit auch trainiert, was mir schon mal sehr sympathisch vorkommt, weil ich selber eine Person bin, die sehr stark an sich selbst arbeitet und trainiert und lernt. Und deswegen weckt er mein Interesse und ich quatsche ihn mal an und frage, wo er herkommt. Wie er heißt, wo er herkommt. Hi. Hi. Okay, also sie nähert sich dir und sie macht das in der umgekehrten Reihenfolge. Erst stellt sie die Fragen und dann sagt sie Hallo. Okay, interessant. Ich beende aber trotzdem erstmal das Cutter, den Durchgang. Stecke dann erstmal das Schwert zur Seite, verbeuge mich vor ihr und begrüße sie erstmal. Hallo. Ich finde seltsam, dass sich jemand vor mir verbeugt, weil das bin ich nicht gewohnt. Ich bin jemand, der in ziemlich ärmlichen Verhältnissen relativ alleine aufgewachsen ist und ist nicht gewohnt, dass sich jemand vor mir verbeugt. Schau ihn skeptisch an. Die Ehre, sich vor jemandem zu verbeugen, verdient jeder. Fair enough. Du interessierst dich für Schwertkämpfe? Ja. Bist du ein Krieger? Ich würde es nicht mehr so nennen, aber hast du Erfahrung mit dem Schwert? Ich habe mein Speer dabei. Hast du Lust zu üben? Hast du, ja, voll. Also ich bin super interessiert an alternativen Kampftechniken. Kannst du mir was beibringen? Dann zeig mir, was du kannst. Okay, ich mache ein paar Übungen mit dem Speer. Die natürlich typisch sind für den Wasserstamm, die er vielleicht auch gar nicht so kennt, weil sie sehr speziell am Südpol von meinem eigenen Meister Pizeolak beigebracht wurde. Die kennt bestimmt keiner und er bestimmt auch nicht. Und die zeige ich ganz stolz. Es sieht ein bisschen wilder aus, als das, was du gewöhnt bist, Rizu. Du hast ja diese sehr ritualisierten Bewegungen, die man über lange Zeit immer wiederholt, bis man sie auch sehr schnell kann. Und ich nehme an, dein Kampfstil ist ein bisschen aggressiver und offensiver. Ja, etwas wilder, ja. Aber durchaus, also sie kann mit dem Speer umgehen. Und es ist definitiv... hat sie zumindest eine Ahnung davon, dass sie Kriegerin zu sein. Ich bin beeindruckt. Es ist zumindest ein Anfang. Ich bemerke, dass wollt er beeindruckt ist und freut mich. Wollt ihr ein kleines Sparring machen, einen kleinen Übungskampf? Ufe, ich wäre nicht abgeneigt. Ja, let's go. Ich bin dabei. Okay, also. Das ist jetzt relativ simpel. Wir machen jetzt keinen richtig wilden Kampf, aber wir machen so einen kleinen Übungskampf. Das bedeutet, kritischer Schaden. Das bedeutet, ihr müsst euch jetzt aussuchen, in welcher Stance ihr sozusagen kämpft. Und das gibt drei Möglichkeiten. Entweder kämpft man in der Defend and Maneuver Stance. Das heißt, man ist defensiv und wartet ab. Es gibt die Advanced und Attack. Das ist nach vorne und drauf. Und dann gibt es Evade und Observe. Das ist versuchen auszuweichen und die Situation einzuschätzen. Ihr müsst nicht laut sagen, was ihr euch aussucht, damit eure Gegnerin nicht weiß, was passiert. Und dann zu jeder Stance gehören ein paar Techniken, die man benutzen kann. Die Defend-Manöver sind eher so Verteidigen und Gegenschlag. Die Advanced Attacks natürlich offensiv zuschlagen und so. Und die Evade und Observe sind eher so zurückziehen, ausweichen, Gegner beeinträchtigen und so weiter. Also, dann sucht euch jetzt bitte aus, was für eine Stance ihr machen wollt. Und würfelt dann. Wenn es Defense ist, ist es mit Fokus? Ist es Attack? Ist es mit Passion? Und ist es Evade und Observe, ist es entweder Creativity oder Harmony? Okay. Einmal oder zweimal mit dem Sechser? Zweimal und dann das da drauf zählen. Okay. Sei ich? Okay. okay. Ja, was haben wir? Ich habe die 5, die 6 und ein +1 da oben drauf. Und was soll ich jetzt sagen?
Ja, welches genau. Deins? Ja. Ich war aber Evade und Observe. Okay. Und Drachi? Ich habe eine 2 und eine 3 und eine minus 1. Was hast du gewürfelt? Advanced Attack oder? Ja. Okay. Ja. Also. Ja, schwierig. Also, ich würde das mal so zusammenfassen, dass du einen relativen Angriff auf ihn machst mit so schnellen Stößen mit dem Speer, ne, wie so ein Wolf nach der Beute schnappt, aber er tatsächlich zurückweicht und das Terrain sehr gut ausnutzt und diese Angriffe abwehrt und dich dann in so einem Gegenschlag quasi mit einem kleinen, also Treffer im Sinne von, ne, so trifft. Raz, du kannst dir aussuchen, ob du eher Fatigue abgeben willst, also im Prinzip sie ein bisschen treffen und erschöpfen, oder ob du ihr einen Status geben willst, einen Condition, das wäre sowas wie wütend oder unsicher. Ich denke, Fatigue wäre in Anbetracht, dass wir da gleich übernachten, gar nicht schlecht. Okay, dann Drachi, du bekommst ein Fatigue. Schwierig. Soll ich dich traumatisieren? Möchtest du das? Nein. Das ist nicht traumatisiert, aber es kann halt so sein, dass man, naja. Allerdings, wie nimmst du das denn hin, Drachi? Wie ist das für dich, dass du besiegt wurdest? Kannst du damit umgehen? Ich bin ein super ehrgeiziger Mensch. Ich habe alles gegeben. Ich habe tatsächlich immer die Ambition, diszipliniert und ehrgeizig an die Sache ranzugehen. Mich ärgert es enorm, dass er mich kontern konnte, aber ich bin auch ein Stück weit beeindruckt, dadurch, dass ich das sehr wertschätze, dass jemand auch scheinbar so viel Erfahrung hat, dass er mich da überrumpeln konnte, und bin ein Stück weit interessiert, aber trotzdem auch gekränkt. Okay, also, deine Balance würde sich weg von Confidence einen Punkt Richtung Loyalty verschieben. Das kannst du verhindern, wenn du möchtest. Du kannst aber einfach sagen, du nimmst das hin. Ich nehme das hin, weil es mich tatsächlich doch ein Stück weit beeindruckt hat. Mhm, genau. Und dann hat dir so ein bisschen deine Sicherheit genommen, die du vorher hattest. Aber dafür hast du so das Gefühl, mit ihm an der Seite, da könnte man schon einiges tun. Also gut, die anderen beiden, ihr seid oben im zweiten Stock und ihr hört im Hof hinten, im Garten, hört ihr halt so Geräusche und Schlägerei und so. Leiser, was ist hier los? Du killst mich, Christoph. Ach so. Ja, ich habe es auch gelesen. So, mir leid. Okay, Schlägerei im Garten. Frau Schiebach, du. Gibt es da Fenster? Es gibt Fenster, ja. Dann gucke ich aus dem Fenster raus und ich nehme an, ich sehe, was die beiden da treiben. Und, das ist sein Übungskampf. Und beobachte das und bin stille Zuschauerin. Alles klar, ja. Und Leiser, was machst du? Also gut, ihr hört ein schickes Lachen oben aus dem Zimmer der Luftnomadin. Nein, ich stehe auf. Kommt mir dieser Kampf denn irgendwie aggressiv vor? Also tatsächlich bist du ein bisschen überrascht, weil der junge Mann mit dem Schwert eher so passiv mit den Schlägen zurückgewichen ist und dann im richtigen Augenblick zu schlagen, so wie du es auch gelernt hast eigentlich eher. Ne? Du bist ja auch mehr so in diese Richtung gehen, die Energie des Gegners ausnutzen, gegen ihn selbst verwenden. Während die Frau aus dem Wasserstamm, definitiv, die war sehr aggressiv, die ist nach vorne gestürmt, das sah auch kompetent aus, aber der Boden war nicht rutschig genug. Okay, ich springe aus dem Fenster und gehe dazwischen. Okay. Bevor ich unten aufkomme, bremse ich den Fall natürlich ab in altbekannter Luftbändigerin-Manier. Und bevor ihr quasi erneut aufeinander losgehen könnt, halte ich so meinen Stab wortlos zwischen euch und gucke euch an, als hättet ihr komplett versagt.
Okay, also während ihr euch so ein bisschen so respektvoll so anseht, im Sinne von, oh ja, die können, das Gegenüber kann jeweils was, erscheint plötzlich mit einem Sprung aus dem Fenster und einem Windstoß, der sie auffängt, Zaya, die dann mit so dazwischen springt und den Stab zwischen euch hält. Was soll das? Wir üben. Ihr übt. Wir üben. Das war kein ernsthafter Kampf. Das ist mir jetzt unangenehm. Ich nehme meinen Stab nach oben und sage, natürlich. Aber ihr könnt natürlich mitüben, wenn ihr möchtet. Kämpfe sind nicht... nicht. Bist du auch ein Krieger? Nein. Also, Zaya, das ist dir so unangenehm, dass du insecure als Condition bekommen Danke. Würdest. Dankeschön. Ja. Warum hast du mich so, Christoph? Ich hasse dich nicht. Das war einfach nur lustig. Es war so ein bisschen cringe einfach. Ja, ich habe es auch gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Conditions gibt es für jeden eine Handvoll und die wirken sich immer auf verschiedene Sachen, auf die man macht. Also du bist jetzt insecure, das heißt, du hast Schwierigkeiten, Leute reinzulegen oder zu verhindern, dass sie dich beeinflussen, weil du dir deiner selbst nicht mehr so sicher bist. Ja, das passt zu Zaya. Es ist allerdings möglich, die einfach wieder loszuwerden. Man kann da verschiedene Sachen machen, um eine Condition loszuwerden. Man kann etwas tun, um sie loszuwerden. Es kann aber auch jemand versuchen, dir zum Beispiel, es gibt diesen Move, der heißt Guide and Counsel. Da redet man mit Leuten und wenn man sie unterstützt, dann kann man Conditions oder auch Fatigue von ihnen entfernen, indem man sie auf den richtigen Weg zurückführt, sozusagen. Ich soll kurz einen Blick drauf werfen. Die Insecure bekommst du weg, wenn du eine foolhardy Action without talking to your companions machst. Also wenn du irgendwie nach vorne stürmst und wilde Dinge machst, dann würde das Insecure verschwinden. Okay, also wie das Kind, das ich in einem Tag retten werde. Zum Beispiel. Cool. Dann ergibt es ja schon Sinn, dass ich ins Haus gerannt bin. Storytechnisch im Nachhinein alles erklärt.